Oh, Maddie, ich liebe Stachels, du auch? Nee. Aber musst du es trotzdem machen, den Level, wenn du magst. Ja, dann machst du halt wenn, wenn ich mag, ich werde sogar gefragt, das sind jetzt hier. Guck mal, das ist gut. Begeistert. Ja, okay. Nee, haben wir den schon gemacht, den Level hier? Ich weiß es nicht. Ja, das sieht ein bisschen so aus wie einer, den wir schon Scheiß. Kennen. Oh, machst du, Maddie, machst du. Ich sag dir jetzt schon, hättest du lieber den Pilz geholt. Wirst du sehen. Oh, ja. Och, Bruger, jetzt mal keinen Affen an der Wand hier, bitte. Ich mal gar nichts an der Wand. Und es ist rutschig. Ist schön. Komm mal raus. Ich hab das gar nicht gesehen, die Lücke. Nein! Schweinebär, wieso kommt da noch einer? Ich dachte, der ist leer. Oh ja, yeah, moin. Es wird immer besser. Maddie macht immer mehr Spaß, die Level. Henoxicht. Hast du ihn gesehen? Ja. Da kommt er einfach und knallt mir sein Haus um die Ohren. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der mit seinem Haus angreift. Oder? Komm, Holz. Nein. Nein, oder, nee. Komm mal, das kommt jetzt auf ewig mit, oder was? Ja, ich habe jetzt einen Freund. Oh, mein eigener Stein. Oh. Sag mal, irgendwo das ist ja auch fies platziert hier. Alles ist gemein platziert. Unrutschig, ne? Muss, weil ist besser. Da darfst du auch nicht spielen, wenn du schon einen Tee hast hier, ne? Oh, Maddie, ich weiß halt echt nicht, wie das gehen soll. Hast du, oder was? Nee, hab ich nicht. Aber dann darfst du es nicht mehr spielen. Das ist total doof. Ja, ist echt mal. Oh Mann, Maddie, ich bin klein und hab kein Leben mehr. Ich bin nicht eingespielt. Ja, neue Session, Leute, ne? Nur so. Ja, das ist. Das soll jetzt jegliches schlechtes Spielen von uns entschuldigen, bitte. Für die nächsten 5 Parts. Und dann können wir wieder sagen, wir haben eine neue Session. Ist geil, ne? Wir haben einfach jedes Mal eine neue Session. Wir treffen uns nur einmal am Tag, um aufzunehmen. Um 14 Uhr. Wie bei so Zeichentrickfilmen, die werden ja auch alle live gemacht. Ja, wir zeichnen die live, Leute. Ja, deswegen haben die auch immer alle so Probleme mit dem Handgelenk, da die ganzen Zeichner. Das ist furchtbar. Das tut denen dann irgendwann weh. Muss ich mir vorstellen, da kriegst du ja echt ein Karpaltunnel-Syndrom. Oder entzündete Nervenwege. Das ist die Staccato-Produktion hier dann ist. Ja, musst du. Mach das erstmal nach. Ja. Genauso wie die kleinen Männchen, Das ist genauso wie die kleinen Männchen, die in Kameras sitzen und das malen. Zeitgleich. Ja, die sind... Meine Helden, meine persönlichen Helden. Jetzt muss ich unweigerlich an diesen Typen bei Men in Black 2 denken, der diese Post sortiert. Kennst du ihn noch? Ja, der mit den. Der Dauerrauchende. Mit ja, den und dieser Beatbox da davor, der war auch super. Super. Oh, Maddie, ich bin hier wieder schlecht. Wir haben wieder Kacke. Na, warum schön. Warum sind wir eigentlich immer Oberkante, Unterlippe, was Leben angeht? Wir haben immer. Immer. Das ist ja das. Kontinuierlich durch. Weil das Spiel Arsch ist. Wie immer. Pass auf jetzt. Wenn ich mich jetzt ganz blöd anstelle, schaffe ich es nicht. So, ein neues Leben. Es ist aber auch immer genau so, dass sie dir auf den Schädel fallen. Weißt, immer. Das ist wie bei Donkey Kong Country. Da gab es auch so ein Level. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich fand den mit den Rohren schlimm. Mit ja, dem ne? Was? Machst dir den Tanz den Block, weil nicht rankommt. Alter. Da kannst du auch nicht einfach so durch. Also ich habe es noch so in Erinnerung, dass ich es gar nicht erst spielen will. Weißt du, Donkey Kong hatte so viele ekelhafte Level. Die waren so widerlich. Du glaubst es gar nicht, aber ich finde, Donkey Kong ist eins, wenn nicht sogar das schwerste Nintendo-Spiel, Jump'n'Run-technisch. Earthworm Jim hast du ja auch gespielt, oder? Ja, das ist, ich meine wirklich von Nintendo, nicht so... Achso, das war ja von Acclaim, no, genau. Nee, war das nicht sogar von hier Rockstar, oder was? Nee. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass man die Kuh abfeuern konnte. Ja, im Kühlschrank. Keine Ahnung, was das bringt. Da gab es ja auch eine Zeichentrickserie. Die habe ich einmal geguckt und die fand ich richtig. Die war richtig schlecht. Ich wollte gerade schon sagen, die war richtig gut, aber das wäre. Die war richtig schlecht. Selbst für eine Zeichentrickserie zu der Zeit, kacke. Ja, das ist sehr oft so bei Lizenzkram. Ich denke mal, entweder ist es zuerst Serie und dann Spiel oder umgekehrt. Umgekehrt ist immer schlecht. Alter, was ist denn hier alles los, du? Das ist ja. Das mit dem Rutschen ist schon so ein bisschen. Das ist freudig. Das ist richtig ja, freudig. Kann man sagen, räudig. Das Problem ist. Achso, du bist ja jetzt dran, stimmt. Ja. Das ist so gut. Bruger, ja, mach es. Wahrscheinlich haben wir gleich. Wo ist denn das Continue? Haben wir da das Schloss gemacht noch und haben das gekriegt letztes Mal? Das erste Schloss. Wir haben ja ein Safe State. Wir testen es dann einfach, wenn wir sterben. Genau. Ja, jetzt kein Verlust. Aber es gibt ja immer so Zuschauer, weißt du, die geben einem Tipps, was ja. Weil wir, dass wir uns angeblich so blöd anstellen und das ist ja alles so einfach. Das ist ja, das können wir ja eigentlich machen, weil wir nehmen ja live auf. Ist ja jetzt 14:12 Uhr. Ja, Leute, wenn ihr das jetzt seht, dann schreibt uns in die Kommentare, warum wir so blöd sind und wie wir es besser machen können. Direkt und darauf ein, das ist wie Livestream. Und am besten, genau. Und am besten sagt uns noch, dass der Level eurer Meinung ja gar nicht so schwer ist. Ja, das ist also. Da können wir am meisten mit anfangen.
Nee, das ist ein Problem. Burger, du hattest es auch gerade schon gesagt. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, ach, das macht ihr so schön und ihr regt euch die ganze Zeit auf. Ich könnte da nicht spielen, bla bla bla. Viel auch süß. Aber wenn dann einer mal sagt, ihr seid so schlecht. Ihr solltet keine Hex spielen. Natürlich merkt sich der menschliche Verstand nicht das, was gut war. Nee, ich hab's heute gerade das Video gesehen von ja, moin. Sogar das Vieh ist rutschig. Ich slide da ein bisschen. Das Vieh, der kommt gerade aus der Dusche. Nee, ich hab's ja angesprochen, ich kann mir jetzt mal hier mit einbinden, wenn's dich nicht stört. Ja, komm, mach mir lieber halt. Ja, ist in Ordnung. Kannst du nicht mal was spielen? Ich erzähl das mal. Ja, dieser Bookie 2899, der heißt, das ist so ein ganz dicker aus den Staaten, aber der ist super eigentlich. Also, der macht gute Videos. Der hat sich mal ein bisschen darüber ausgelassen, über Total Biscuit. Der ist jetzt zurzeit so ein bisschen am Kränkeln, psychisch und auch körperlich. Mhm. Also, der nimmt das schon alles ganz schön mit. Und es geht halt um Internetmobbing und Haten und so weiter. Und da sagt er auch, ja, es ist halt schon krass. Hier können 1000 Leute am Tag sagen, du bist so gut, du bist so toll und das inspiriert mich, was du da tust. Aber dir muss nur einer eine Ohrfeige geben. Was merkst du dir am Ende des Tages? Ne? Bestimmt nicht die Menschen, die dir die Hand geschüttelt haben. Die Ohrfeige, richtig. Ja, richtig. Also, das ist schon richtig Hardcore-Mobbing. Also, wir reden jetzt hier von ein paar hunderttausend Abonnenten-Zeug und so. Und gerade der Boogie, weißt du, weil er so dick ist, er hat natürlich super Angriffsfläche. Oh, du bist fett, ey, mach mal was. Oh. Ist immer einfach. Nee, auf jeden Fall. Leute geben, die sind nicht fett, weil sie faul sind, sondern die können einfach nichts dafür. Ja, der sagte ja auch, er kommt schon außer Atem, wenn er irgendwie ins Wohnzimmer läuft von seinem Schreibtisch aus. Aber gut, da kannst du wirklich sagen, er könnte mal ein bisschen trainieren und so, weißt du, ein bisschen laufen wenigstens. Aber es ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ist das schon extrem, was man sich da manchmal geben muss. Ja, aber auch so unnötig. Ja, du weißt halt nicht, was da die Intentionen von solchen Leuten sind. Er sagte ja auch, habe ich ja erzählt, dass er da irgendwie, was weiß ich, 50 Pizzen nach Hause geliefert kriegt von irgendwelchen Fremden. Die sagen, voll lustig. Ja, aber wer muss sich dann um den Scheiß kümmern? Ja, nicht der anonyme Besteller, sondern der, Der wird wahrscheinlich auch noch bezahlen. Ja, ich weiß es nicht, ob der das bezahlt. Hat er nicht gesagt, aber das sind so Sachen. Es gibt halt Leute, die sind destruktiv, nur weil sie es können und weil sie Spaß dran haben. Das macht aber auch überhaupt keinen Sinn. Das ist traurig, ja. Oh, Melly, wir haben 5 Leben. Hey, das ist ja wie Safe State machen. Ja, das schön, ist ja wie im Urlaub hier, Buga. Das ist wunderschön. Nee, ich sag's halt nur, weil das ist, ja. Ja, man muss auch jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir sollen mal ein bisschen. Einfach mal einen Ball flach halten. Ja, richtig. Es ist so eine Spaß. Hast du so ein dämliches Wort? Warum nennt man es nicht einfach Zeitverschwendung? Richtig, das wäre viel treffender auf jeden Fall. Ja. Nee, ich wollte es halt nur mal ansprechen, weil mich hat das jetzt halt beschäftigt. Ich habe da das Video vorhin gesehen von Boogie. Und er hat halt recht, er hat einfach nur recht. Es ist grausam. Der Mensch ist manchmal grausam, wenn er die Anonymität des Internets nutzen kann. Cold Mirror hat da übrigens auch was zugemacht. Auf Twitter habe ich das gelesen. Wenn ihr Cold Mirror folgt, nur mal so am Rande. Das ist ein ganz guter Tipp, das solltet ihr machen. Das ist eine geile Sau, die Frau. Nur mal so am Rande. Ich mag die voll. Ja. Und mit ihren 29, dass sie sich da so nicht ernst nimmt, sich selbst, das finde ich so geil. Naja, wie dem auch sei. Ja, mal ein bisschen schnacken hier, ein bisschen ernster, ne? Es ist ja nicht immer... ist ja nicht immer lustig. Ist ja auch immer frustrierend. Scheiße. Ist nie lustig hier, Bruder. Du hast halt falsch verstanden. Wir spielen nicht, um Spaß zu haben. Nein, nein. Also wie gesagt, ich glaube, wir beide sind auch sehr, sehr froh um die netten Leute, die uns immer schreiben und zugucken. Das stimmt. Ne? Das wir haben eine wunderbare super geil, Leute. Ihr könnt euch die Füße küssen dafür. Ja, wir haben echt super tolle Leute. Kommentare. Gibt ja andere YouTuber, wenn die ja schreiben, so von wegen, ja Leute, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, zweite Chemotherapie jetzt gehabt und dann kommt der erste Kommentar, tot. Ey Mongo, warum kommt noch kein Video? Ja. Wo ist Let's Play von bla und bla? Das ist bei uns nicht, bin ich auch froh drum. Nee, ich sag nur, das ist furchtbar. Der Vex hat ja einen Kommentar gepostet von einem, der hat unter Boogies Video geschrieben. So, ja, fetter Schwachkopf und du hockst den ganzen Tag auf dem Arsch und verdienst mehr als einer wie ich auf dem Bau, der sich da den Arsch abschuftet. Aber, ja, wie gesagt, es geht nicht immer nur um die körperliche Arbeit, Leute. Es geht auch das, was im Kopf vorgeht. Das ist halt, ne? Das kann keiner nachvollziehen, der es nicht kennt. Ich meine, ich kenn's auch nicht. Ich bin ein kleines Licht gegen so Leute mit 500.000 Abonnenten, was weiß ich. Bin ich ja ganz froh drum. Das stimmt. Aber selbst wenn diese Leute sich dann auch wirklich Mühe mit den Videos machen und es ist nicht umsonst ein Beruf, den man studieren muss. Ja, ich meine, Unterhaltung kannst du nicht lernen. Ne? Das ist halt entweder... Es geht ja nicht nur um Unterhaltung, es geht ja auch um... Informationen und Bildung vielleicht. Das Handwerk drumrum. Ja.
Also von wegen, wie mache ich ein Video, was muss da rein, wie mache ich den Pace ordentlich, dies, das, bla. Ja gut, Boogie macht jetzt eigentlich mehr so Rants, also der sitzt vor der Webcam und labert einfach zu irgendeinem Thema. Ist ja auch nicht verkehrt, ich meine, ne? Oh, ich muss das mal raussuchen. Melli, ich glaube, du hast es bald. Mach's ja gut. Du, ich will's nicht beschreien. Ich bin ruhig, aber du hast schon die ganzen Dragon Coins. Also bis auf die eine. Da ist er oben. Guck mal in die Röhre. Jetzt hat gerade noch hier die Hölle wirklich hereinbrechen müssen. Naja, wie gesagt, das hat, heute ist mal ein bisschen ernster, Leute. Ja, heute ist nicht lustig. Das bei mir das Video? Das muss aber auch mal sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo das kommt. Wir haben so ein bisschen den Überblick verloren, nachdem wir ein Video doppelt benannt haben. Auf einmal ging da richtig die Hölle los. Ich hoffe, es kommt bei mir, weil jetzt habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich das Thema anreiße, wenn es bei dir käme. Naja. Du darfst bei mir alles machen. Razor Sharp. Was du möchtest. Außer der Igel wohnt jetzt hier. Das ist nicht drin bei mir auf dem Kanal. Was? Das machen wir nicht. Kennst du das nicht? Der Igel wohnt. Ich kenne das gar nicht, Melli. Kennst du nicht den Witz? Nee. Oh, Melli, ja. Ich habe Angst wegen den Stacheln. Ja, das ist Fassade. Okay. Was? Nee, erzähl. Was ist das mit dem... Ich kriege den nicht mehr so gut erzählt, wie er eigentlich sein sollte. Der Igel wohnt jetzt hier. Das ist aber auch kein Witz. Also, es geht ungefähr so... Ja, ist irgendwie so ein junger Mann, der hat zum ersten Mal trinken, ist gerade 18 geworden und macht er natürlich die größte Sause seines Lebens. Ich würde es gerne erzählen, aber du lässt dich ja immer wieder sterben. Mach. Ja, okay, der Mann mit der Sause des Lebens. Ja. Entschuldigung, ich bin mit meiner Kälte. Ja. Kriegt irgendwann nichts mehr mit und liegt dann morgens verkatert im Bett und irgendwann geht er dann raus zum Frühstückstisch, so um 1 Uhr nachmittags. Und Mutter und Vater sitzen da, beide mit einer sehr, sehr ernsten Miene. Und sagen, so, du hast jetzt das erste Mal dein Besäufnis erlebt, ne? Ist in Ordnung. Also, wenn du dich mitten in der Nacht an unsere Tür stellst, schreist und Sturm klingelst, habe ich da kein Problem mit. Wenn du 2 Stunden später noch deine Mutter und mich beim Sex anfeuerst, habe ich kein Problem damit. Aber wenn du ins Wohnzimmer scheißt, Salzstangen reinsteckst und sagst, der Igel wohnt jetzt hier... Alter... Dann geht das zu weit. Der ist gut, ey. Der Igel wohnt jetzt hier. Also sowas habe ich nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Muss man sich mal vorstellen, Leute. In der Nacht hier, klingeln, die Dinger sind hitzesuchend, oder was? Die Stachelbälle. Was sind das für Arsch? Dämmersuchend. Guck mal. Die rennen mir nach. Das weiß ich auch mit den Dragon Coin. Unten ist nur ein lustiges Beiwerk. Ja, ich will aber die Stachels weglocken. Oh Schmarrn. Secret. Ja, nee. Also, ist nicht. Ich hab auf den blöden Knochenarsch Es ist hier. Da oben war ein Power-Up, das werde ich nicht. Flakfest ist er. Kann man hier nicht mal gucken, was hier noch so kommt? Boah, Alter. Genau, da geht's auch noch in eine Höhle rein. Polizist. Geht Höhle rein. Hab ich schon gesagt? Raukau hatte 17 Parts. Der wäre ja jetzt schon fertig gewesen. Ja, richtig, richtig. Ich glaube, der war bei Part 4 da, wo wir mit dem Sand waren, mit dem Gegenwind. Oder so? Ja, jetzt Spielzeitstreckung. Ja, Excellence hier, was wir machen. Hat nichts mit Unfähigkeit zu tun, wenn man Spielzeitstreckung. Wir sind in Wirklichkeit voll die Pros. Ich weiß nicht, was für mich jetzt. Oh, die Kackdinger da. Was ist für mich jetzt die bessere Argumentation, wenn ich jetzt sage, ich kann's nicht? Und bin ehrlich, oder ich sag, das ist Spielzeitstreckung, ist ja beides scheiße. Ja, richtig. Wofür soll ich mich denn jetzt entscheiden? Das ist eine Mischung aus beiden. Das muss ja irgendwas von beiden sein. Wir sollten das Format auch umbenennen. Wir nennen das. Nee. Zwei Let's Kacknubs. Triumph ist das jetzt. Let's Triumph. Ja, Let's Triumph 4. Zwei Kacknubs spielen Mario Hex oder was? Nein. Oh, nee. Ein bisschen. Wir haben auch manchmal unsere Stärke. Warum Was? Ich muss gerade dran denken bei diesem Tempo-Level da. Oh, da haben sie mich alle ausgelacht. Wie du da boing. Und der Julian, ich bin tot, einfach nur tot. Ja, ich hab dreimal gesagt, ich sah jetzt gar nichts mehr. Nee. Der Skashi hat mir sogar einen Screenshot gepostet und hat geschrieben, das war niedlich, der Arsch. Skashi ist sowieso ein bisschen komisch, was das angeht. Gell, Skashi? Du guckst das, ja, ich weiß das. Boah, da dreht er sich rum, weißt du? Hat er. Oh, Leute, hast du... Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Gleich dürfen wir den Höhlenmiester nochmal machen. Ich wollte es gerade sagen, weil ich mal jetzt hier einen Safe-State, ja? Nein, das machen wir. Diesmal machen wir fair. Heute ist fair, wir haben schon gelabert. Bist du wahnsinnig? Ich mach den Höhlenscheiß nicht nochmal. Kannst du knicken, Maddie. Aber okay, wir kriegen ja unten noch einen.
Wir schaffen mal 2 Level pro Video, wie wäre das? Wir haben den ersten Level so souverän gemacht, musst du mal denken. Schaffen nicht 2 Level pro Video. Bruder, das kannst du dir in die Haare schmieren. Das schaffen wir aber. Das ist nicht. Das ist. Mein Buchmacher sagt, ich darf das nicht. Warte mal, die dummen Dinger kommen jetzt. Ja moin, die kommen jetzt ganze Level hinterher. Wahrscheinlich muss ich hier. Ja. Och ja moin! Ja, genau, durch die Tür muss ich hier. Alter. Alles noch Gruben des Todes hier, oder was? Ja. Und dann mit rote Heringe und ja, super. Das blöde Yoshi-Coin hier. Ich hab eh die erste verpasst. Drecksmist. Oh ja, guck mal, da kommen sie wieder. Meine Freunde. Hanede! Ja! Geh ins M! Hanna! Oh, Hanna! Oh! Ja! Oh Gott. Bin mal gespannt, was hier der Endgegner ist. Oh. Ach ja, moin! Warum? Bleib da einfach mal im Windstand von dem... Hä? Was war das? Da stehen. Eine Röhre. Hat sich hier mangelt, das wäre ich tot. Achtung, oh nee, warte, guck mal. Warte. Ja, das ist, fällt runter, das ist wie ein Swump. Was? Achso, ich dachte, das wäre eine Plattform. Mann, das ist gar keine Plattform, das ist scheiße. Das ist. Da haben die irgendwas ganz Böses draufgepackt. Oh. Weiß ich nicht. Ja, guten Tag. Ich mach ein Safe-State hier, ja? Ja. Oh, ist okay. Mach ja. It. So, noch ein. Nein. Was macht der denn da? Weiß ich nicht. Ich war da. Ich war da nicht. Nee. Scheiß Louis, geh da in den Level rein. Ja, das war. Sehr gut, jetzt bist du gleich da. Was? Ich war doch schon ein bisschen weiter. Ja, ist schön. Diese Kackstacheln, wer hat die denn gemacht? Die ditchen da oben drüber, die Schweinebacken. Arschkekse. Was? Ich will mal. Zu wenig, Mel. Der war zu wenig. Oh, nee. Maddie, wir sind so kacke. Wahrscheinlich brauchen wir brauchen einen Safe. Das geht nicht, Anne. Mir fällt hier gleich eine Tirade vom Herzen. Dann geh nicht nach links, hinterher ist dann ein Teleport. Dann kommst du wieder ganz an den Anfang. Nochmal. Du dreckige Stachelschweine. Ja, genau, geh einfach weiter. Da haben die eine Röhre hingeplatzt. Hast du gehört? Da war eine Röhre platziert. Ja, hab ich doch gerade gesagt, Chef. Hörst du mir nicht zu? Das ist Wetten, nee, das ist ein Stachel. Ich hab leider gar nicht zugehört. Wetten, Hallo. Das ist ein normaler Stachel da unten, da musst du drüber springen. Ja, ich versuch's gerade zu scrollen, aber es geht nicht. Warum kann ich nicht scrollen? Ja, genau. Soll ich da im Spin rüber oder was? Soll ich da rüberfliegen oder ja, wie? Das eine Brücke bauen. Bei Lemmings engagieren. Mann, geht halt. Ja. So funktioniert dieses Spiel. Mach mal schon wieder Maus im Bild. So. Ist gut. Die Maus muss raus. Die Maus muss weg. Ein Die Maus Bruder muss weg. Mit Maus im Bild. Mit dieser Maus im Bild nimmt er was auf. Du kannst gerade bei HG echt mitmachen, oder? Das Schlimmste bei HGICT ist einfach, dass sie keine Vollassis sind. Ah, ist doch kein Stachel. Nee, die sind sogar richtig clever. Mhm. Hast du mal gehört, das Interview mit denen? Das ist ja irgendwie, die bestehen ja irgendwie aus 7 Leuten oder so, diese Gruppe. Das hat gerade gesehen. Das ist schön, ja, das ist schön. Du musst da oben, glaube ich, rüber, Maddie. Ich fand's ja lustig, da dieser eine, diese Ische, wie sie sich aufgeregt hat, als er ihr Feuer angeboten hat, hat sie gemeint, ja, immer dieses Imperialistische, dass du der Mann mit dem Feuer bist und ich muss mir von dir Feuer geben lassen. Die war total, aber so hat sie gespielt, ich fand das total lustig. Oh ja. Fand ich sehr, sehr geil. Da, die sind echt hochintelligent, die Jungs und Mädels da. Glaubt man nicht, aber es ist so. Obwohl die Cupcake-Katze gesagt hat, dass ein Konzert von denen gar nicht so geil sein soll, wie man sich das immer vorstellt. Sie meinte, dass sie da hinterher nur noch irgendwelche DIN A3 Blätter mit so Penissen gemalt haben und die dann im Konzert dann versteigert haben. Nice Beat. Ist natürlich kein Vergleich zu Korpi Klani, war ich mal, das ist geil. Da ist der Frontsänger, der geht dann einfach mal ins Publikum und dremelt sich dann ein mit den ganzen Zuschauern. Alter. Und dann macht er weiter. Dremeln heißt einen saufen oder was? Ja. Ich dachte schon was anderes, Mädi. Ach nein, der holt da nicht die schwarze Mamba raus. Was ist da unten? Was denkst du denn wieder für ein Schippökenkram? Ich denke mir gar nichts. Ich versuche nur ein bisschen zu Konversation zu betreiben. Ich weiß noch nicht, was du da. Oh! Oh! Ja! Ja! Den habe ich kommen sehen! Maddie! So, ich mach Ende hier. Ja, leck ist mich besser. Doch. Oh, leck mich doch in meinem Boogie, ey.